Guten Morgen, ich bin Ofe von T&T Tesla und ich bin hier wieder mal an meinem mittlerweile liebgewonnenen Supercharger in Nono. Wir duzen uns auch mittlerweile. Was ich heute mache, das erfahrt ihr hier gleich nach dem Intro, denn ich bin heute wieder in einer Sondermission unterwegs. Ja, vorgestern rief Sven mich an und Arni schreibt mir hier noch drauf, Kaufberatung eilt, Ofe, du musst unbedingt den Sven anrufen. Ja, der hat in Holland bei der Firma Maseland, da waren wir schon mal, das war das Video, das kann ich hier oben nochmal verlinken, der nackte Hirsch. Und der hat da einen Tesla gefunden mit 151 gelaufen, ein 11 2014er, und zwar in Grau Metallic mit Autopilot. 11 2014, das waren mit die allerersten, die überhaupt einen Autopilot hier bekommen haben in Europa. Denn ich glaube am 27.09.2014 wurde der Autopilot bei Tesla eingeführt. Das Auto ist günstig, der kostet 36.950 netto, also 43.970 brutto. Und ich denke mal, das sollte ein Schnapper sein. Wir gucken uns das Auto an und ihr seid natürlich dabei. Ich bin heute Morgen um 5 Uhr losgefahren, sollte um 7.20 Uhr hier ankommen, bin aber um 6.58 Uhr angekommen, also habe ein bisschen Zeit aufgeholt. Die A1 zwischen Hamburg und Bremen war frei. Ich bin 150 gefahren mit dem Autopiloten. Ja, und jetzt soll ich hier eine Stunde laden. Das weiß ich noch nicht, ob ich das mache. Vielleicht auch ein bisschen weniger, denn auf dem Weg nach Eindhoven, dort ist das, gibt es noch genügend Charger. Okay. Angekommen in Maseland heißt der Laden. Hier war ich ja schon mal, wie ihr wisst. Da steht er. Und das ist Sven. Servus. Na, alles gut? Ja. Sven. Ja. Wieso willst du einen Tesla fahren? Warum? Ja. Weil ich deine Videos gesehen habe. Fast so groß wie ich, ne? Oder hast du deine Fußeinlagen heute nicht mit? Nö, ich habe extra flache Schuhe angezogen. Ja. Warum will ich Tesla fahren? Ja, ist was anderes. Ja. Ding gefällt mir von der Optik. Mal elektrisch fahren. Jo. Was hast du vorher gefahren? Aktuell eine E-Klasse. E-Klasse? Ja. Baujahr? 2.8. Ah, 2.11er ist das. Nee, 2.12er, ne? 2.8er, ja genau, ja, richtig. Genau. Ja. Ja. W212, ja. Ja, cool, habe ich auch noch gehabt, ganz früh. Nö, mein ist auch ein schickes Auto, aber es wird Zeit. Ist jetzt, habe ich 3 Jahre und bin eigentlich immer so 3-2 Jahre am Wechseln. Ja. Und jetzt habe ich von meiner Chefin da Freizeichen gekriegt und Attacke. Von deiner Chefin? Jo, ja. Ach so, deine Freundin oder Frau? Frau. Wie kann man seine Frau Chefin nennen? Ich verstehe das ja, nicht. Ja, das ist das höre ich so oft. Ja, 14 Jahre verheiratet sein, ist es dann der Chef. Ja, ja, ich bin mit meiner auch schon 16 Jahre zusammen, aber ist cool. Meine Arni ist nicht der Chef, ich bin der Chef Arni, ne? Okay, da ist das Auto. Wollen wir mal erst einen Rundgang machen, ein paar Dinger sehe ich schon. Du bist ja schon ein paar Minuten hier, denke ich, ne? Ja, wir haben Kaffee getrunken, auf dem Klo war ich nicht. Ja, das ist die klassische Reihenfolge, ne? Autopilot. Hier erkennt ihr dran, dass das Autopilot 1 ist. Nur noch mal so für alle, die das nicht wissen. Zweites Erkennungsmerkmal ist hier oben die Kamera. Das haben nicht Autopilot-Autos nicht. Typisch Model S 14 und 13, zerkratzte Seitenscheibe. Und wir hören Duran Duran im Hintergrund. Das finde ich natürlich super geil. Ja, dann gehen wir gleich mal ins Detail, würde ich sagen. Und dann lasse ich euch wissen, was wir rausgefunden haben. So, von unten sieht er ganz gut aus, ne? Hast du auch schon mal geguckt? Ja. Ist natürlich ohne Luftfederung, da ist er gerne mal am Aufsetzen, das sieht man hier. Aber generell, hier ist wohl mal ein Airbus reingeflogen. Das sieht soweit gut aus. Aufgesetzt hat er auch kaum. Das ist für ein Auto mit Stahlfederung, also ohne höhenverstellbare Luftfederung, ganz selten. Antriebswellen, Dichtringe sind auch dicht.
So, hier kann man natürlich schön sehen auf Augenhöhe die Lackeinschlüsse. Könnt ihr das sehen? Dieses Teil ist mal lackiert worden hier oben, weil an dieser Stelle hier ist erhöhter Lackauftrag, aber sonst alles gut. Und hier im unteren Bereich machen die Lacker das oft, dass sie nicht mehr genau arbeiten. Hier ist eine Macke. Da ist die Tür mal irgendwo hängen geblieben. Da oben eine Delle. Felgen rundum sind alle so vermackt. Vorne die Bremsscheinbeläge sind von diesem Jahr. Bereifung ist gut. Können wir wieder runter machen. Na? Achso, hinten das Ding, das zeigen wir nochmal. Das habe ich schon oft gesehen. Dieser kleine Spoiler hier hinten. Dieser Diffusor, der ist hier ausgebrochen. Kann man mit zwei Schrauben wechseln, ist überhaupt kein Problem, kostet auch nicht die Welt. Das habe ich schon oft gesehen. Stoßfänger hinten ist auch mal lackiert. Das haben sie aber gut gemacht. Kleine Lackeinschlüsse. Dann fahren wir ihn runter und machen mal eine richtige Probefahrt, oder? Jo, der Fackel. Probefahrt, auf geht's. Auf geht's und? Auf geht's? Auf geht's! Und? Hier ist 80, ne? Oder 180. Ja, ja, wir sind zu dritt. Passt. Ja, passt, ja. Leise fährt, der Motor ist in Ordnung. Wir haben den Akku ausgemessen. 1119 Kilowattstunden DC geladen und 25.000 AC, also typisch holländisch. Die laden ja wirklich immer zu Hause. Das ist auch gut. Auto fährt top. Vorne Scheibe in Ordnung. Wir haben hinten nur ein paar kleine Macken, das habe ich euch gezeigt oder zeige ich euch gleich im Video. In der Tür ist eine. Hinten das Seitenteil rechts wurde mal nachlackiert, das ist das einzige. Alles andere ist Originallack. Und das ist schon außergewöhnlich. Wir haben ein paar Steinschläge vorne in der Haube. Ne? Mhm. Die Felgen sind rundum ein bisschen angekratzt. Doppellader ist hier drin und Schiebedach. Das war's. Sonst hat er nichts. Hat natürlich mit Autopilot auch noch anklappbare Außenspiegel. Das ist natürlich cool. Das haben sie erst ab Mitte, Ende 14. Vorher konnte man das nicht anklappen. Man kann es aber nachrüsten. Und jetzt machen wir mal eine kleine Probefahrt, denke ich. Ne? Ein bisschen schneller fahren, gucken, ob Windgeräusche sind. Du wolltest ja nicht mit auf die Kamera, ne? Nein! Gut. Dann drehen wir mal eine Runde. Herrlich, diese Ruhe. Ne? Für die Anwohner hier muss das doch ein Traum sein, wenn alle Autos elektrisch wären. Dann wäre hier Ruhe im Karton. Nicht über meine Füße fahren. Muss auf P machen. Siehst du? Und wie waren so die ersten Meter? Geil. Ja? Richtig cool. Du willst ja nicht auf die Kamera. Nein! Du warst hier. War richtig cool. Dann setzen wir uns mal rein und jetzt fährst du mal. Anschnallen muss ich mich noch, warte. Anschnallen. Ich weiß auch noch, wo es hingeht. Hallo erstmal. Fahr mal am besten erstmal. Fahr mal geradeaus und dann schauen wir mal. Sven fährt. Sven fährt. Und Sven, Autobahn? Richtig geil. Autobahn fahren? Nee, hier Stau. Oh, gut, nee, dass wir das Stau sehen. Dann geradeaus. Ja. Warte mal. Ja, fahren wir einfach geradeaus. So, ich denke, ich mal, komme ich heute noch in den Genuss, Autobahn zu fahren. Hm. Vielleicht. Mal gucken. Na, da nicht. Da kommst du in den Stau. Nee, da vorne im Verlauf des Tages. Ja, auf jeden Fall. Mit deinem. Du wolltest ihn heute schon mitnehmen, oder? Klar. Ach, echt? Ja. Ah, okay. Das wusste ich nicht. Oh Gott, dann wird das ja richtig ernst hier heute mit. Die sind hart, haben zugenähte Taschen da, ne? Das ist ein Hohlzähler. Hohlzähler sind immer... Immer eng. Wollen wir mal gucken, ob wir da noch was rauskriegen. Kabel hast du schon rausgeschnackt, habe ich gehört, ne? Ja. Typ 2 Kabel. Ja, dann schauen wir mal. Wie gesagt, er soll sich drum kümmern. Das macht er auch, wenn er heute... Wie willst du das machen? Mit Cash oder mit Überweisen? Cash. Ich bin ein Mann von Cash. Ein Autohändlerfreund. Mit Cash. So läuft das, Leute. So läuft das. Na, dann fahren wir noch mal eine Runde. Hier ist aber rot, ne? Ja. Geil. Immer wieder herrlich. Was haben wir gemessen? 303 kW in dem Motor, ne? 303 kW? Ja, sind 412 PS. Jo. Normalerweise 367. Das ist wahrscheinlich ein P-Motor hier drin. Das habe ich schon mal gehabt, öfter bei 367 PS Fahrzeugen, also den normalen Model S 85, dass die irgendwann mal einen Motor bekommen haben mit dem Upgrade. Wahrscheinlich, weil gerade kein anderer da war. Ich habe keine Ahnung.
So, jetzt habe ich das ganze Auto erklärt. Das habe ich, glaube ich, zum 100. Mal gemacht. Das ist heute sozusagen mein Jubiläum. Herzlichen Dankeschön für die ganzen Glückwünsche. Ja. Aber es ist ja tatsächlich so, diese ganzen Befehle, die Sprachbefehle, navigiere nach, spiele, das muss ich mir alles mal erklären. Und du kommst aus dem Ort, kann man ja sagen, wo du wohnst, ne? Ist auch nicht so schlimm. Bist selbstständig, hast du eine Firma, willst du eine Werbung machen? Ja, ein bisschen. Was denn? Messebau machen wir, ich mit meinem Bruder zusammen, sind zwei Leute und sind im Schwarzwald ansässig. In Rosbach oder was war da? Losburg. Bei Freudenstadt. Losburg? Losburg, okay. Ja, also Messebau, wisst ihr Bescheid, ne? So, und jetzt haben wir mal deine Adresse eingegeben und wir sind hier oben in Eindhoven und du musst das erste Mal laden in Eindhoven sollst du laden. Da muss ich auch gleich hin und laden, dann können wir ja noch Mittagessen, da kann man gut essen. So, und dann sollst du in Waldlaubersheim laden und in Bruchsal. Da ist Waldlaubersheim, da ist Bruchsal. Und da steht immer, wie lange du laden sollst. Einmal hier 30 Minuten, da 25 und dann kommst du mit 25% zu Hause an. Du kannst natürlich hier weniger laden, da weniger laden, wenn du zu Hause sowieso laden kannst. Mit 5 oder genau. Ja, genau. 5, 6, 7% reicht eigentlich, wenn du weißt, dass du zu Hause laden kannst. Ja, du hast dich entschieden, das Auto zu kaufen. Das macht auch Sinn. Das ist einer von den guten. Die Beschädigungen, die habe ich euch im Video gezeigt. Das ist echt wenig. Denn diese ganzen typischen Beschädigungen in diesen Griffen und lackierten Leisten, die hat das Auto überhaupt nicht. Und so wie es aussieht, wir konnten hier hinten konnten wir sehen, dass da Abdrücke sind. Da hat ein Kindersitz dran gesessen. Hier auf der Rückseite konnte man sehen, dass hier mein Kind gegengedrückt hat. Und sonst eigentlich nur auf der Seite hier, so wie das aussieht. Der Sitz ist richtig weich noch. Nun bin ich natürlich auch ein harter Knochen, ohne irgendwie was gegenzusetzen. Aber es ist auf jeden Fall weich, ne? Ja. Geht, ne? Ja, dann bin ich mal gespannt. Dann gehen wir gleich mal rein. Und gucken mal, ob wir da noch was rausholen können. Ich weiß, die sind hier wirklich zugenäht, aber ich schau mal. Hast du noch was zu sagen? Nö. Nö? Bist du zufrieden? Freust du dich auch ein bisschen? Wunschlos, richtig dolle. Freust du dich auch ein bisschen? Ja. Und du, die nicht in die Kamera will? Ja. Freust du dich auch? Ja, voll. Schauen wir mal. Noch einen knappen Tausender runtergehandelt. Handshake, Baby! Cool. Herzlichen Glückwunsch! Super. Herzlichen Glückwunsch, auch noch ein schönes Ladekabel und noch ein bisschen Schnick und Schnack und alles gut. Gutes Auto, herzlichen Glückwunsch, freut mich. Okay, super. Maserland, Werbung. Tschüss. 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 Ciao. Tschüss. Ja, das war wieder spannend. Ich bin jetzt auf dem Rückweg von Eindhoven nach Lübeck. Und die beiden waren wirklich super nett, Doreen und Sven. Es ist immer wieder schön, solche Menschen kennenzulernen. Wir waren eben noch schön ausgiebig Lunch machen am Supercharger in Eindhoven. Ja, das Auto ist ein 11/2014, 151 gelaufen ungefähr. Autopilot, Schiebedach und Doppellader, das war's. Mehr Extras hat das Auto nicht. Alufelgen natürlich. Das Tech-Paket war drin mit elektrischer Heckklappe. Der war fast rundum im ersten Lack, außer die Seitenwand hinten rechts, das habe ich euch gezeigt. Das Auto hat gekostet 36.200 Euro netto. Der Sven war selbstständig und hat hier netto gekauft, das ist natürlich eine schöne Sache. Die sind jetzt schon auf dem Rückweg und haben bestimmt sehr viel Spaß. Wenn ihr diesen Service auch buchen wollt, alle Informationen findet ihr unter teslakaufen.com. Ich mache Kaufberatung, ich untersuche eure Teslas auf Schäden und Mängel. Und schreibe auch Gutachten dazu.
Ja, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war nach langer, langer Zeit mal wieder ein Kaufberatungsvideo. Viele von euch haben ja geschrieben, oh, Uwe, immer das Gleiche, langweilig, mal was anderes. Ich habe jetzt eine ganze Zeit lang was anderes gemacht. Mein Neuwagen ist ja nur auch unterwegs. Den sollte ich eigentlich, das ist jetzt off-topic, wahrscheinlich morgen bekommen. Das ist ein Freitag und das Video kommt natürlich später. Wahrscheinlich habe ich meinen Neuwagen schon. Ihr seht das in den aktuellen Videos über den Raven, über den Blaubarschbuben, so wie mein Tesla heißt. Ich bedanke mich nochmal ganz recht herzlich fürs Zuschauen, für euer Interesse und würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen hoch macht, wenn ihr den Kanal abonniert. Der ist kostenfrei. Wie Dennis Fittus immer sagt, muss ich ja sagen, es kostet nichts. Und für euch alle elektrisiert die Zukunft. Rock on!